Und da sind wir wieder bei einem wunderschönen, ungestörten Blick auf unser Reich hier bei Civilization 6. Ihr seid bei Let's Splinter. Und Wahnsinn, wie schön Late Game wir sind. Immer noch am geilsten, die Doppelaquäduktzufuhr zu diesem Berg hier. Willkommen zum Spiel der Deutschen auf dem Weg zum Wissenschafts- oder Diplomatie-Sieg. Das sage ich gerne regelmäßig. Wir haben in der letzten Folge die Stufe 4-Regierung freigeschaltet. Das gab zwei Zeitalterpunkte. Wir sind auf einem manierlichen Weg Richtung normalem Zeitalter, müssen uns aber durchaus noch ein bisschen anstrengen und insofern starten wir durch. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Lasst mir gerne auf YouTube ein Abo da. Wir starten in Mainz und müssen uns entscheiden, ob wir die Campus-Forschungsstipendien hier durchziehen, denn die Hilfsanforderung sieht mehr als solide aus. Der Wohnraum und die Annehmlichkeiten ebenfalls und ansonsten sehe ich hier keine Notwendigkeit, irgendwie noch einen Bezirk hinzuzupacken. Unterhaltungskomplex wäre jetzt komplett daneben. Die Kanalisation brauchen wir gerade nicht, kostet außerdem Unterhalt und insofern gehen wir wirklich auf die Campus-Forschungsstipendien. Und ich habe mir die großen Persönlichkeiten nochmal angeguckt. Wir bekommen in der nächsten Runde Abdus Salam tendenziell. Der löst das Heureka für alle Technologien aus dem Informationszeitalter aus, aber das Informationszeitalter ist ab hier und wir haben fast alles, was wir brauchen und müssen nur noch in der Zukunft erforschen. Das heißt, wir werden ihn überspringen und hoffen, dass die Inka, boah, in einigen Runden erst zuschlagen und dann einen nächsten großen Wissenschaftler erst dazu bekommen. Wir helfen Augsburg und zwar am allerbesten über den Weg mit Heidelberg. Fünf. Nein, drei, ah nein, drei Nahrung. Ich habe fünf gelesen. Ich dachte hier fünf, fünf. Nee, dann geht's wieder nach Berlin. Weg wird wiederholt. Bestmögliche Route hier an der Stelle. Und insofern wird das Wachstum. Boah, Wahnsinn, was hier für Felder dabei sind. 14 Bevölkerung. Woher kriegen wir denn so viel? Bewirtschaftete Felder sind gut. Handelswege laufen richtig gut. Die Frage ist, ob wir hier noch ein bisschen was hinzunehmen an Feldern, um die einfach zu bewirtschaften. Und dann nehmen wir zumindest das Ertragreicheste. Ja, und es gibt dann drei Gold, drei Nahrung und zwei Produktionen hinzu. Wird hier bewirtschaftet, ausgezeichnet. Wir haben ein Palank hier oben gesehen, was scheinbar zu dem Osmanischen Reich fallen wird. Das ist ein bisschen schade. Handwerker hier hat noch eine Aktion und wird hier die Fischerboote anschließen. Und das geht auch schon in dieser Runde. Oh, Wahnsinn, es fällt jetzt hier 5 Nahrung, 5 Gold, eine Produktion für Hamburg. Und dann hatten wir doch noch diese vergessene Stadt Magdeburg, die dann jetzt tatsächlich noch das Luxusgut der Wale anschließt. Und das haben wir zur Verfügung und können es für 10 Gold pro Runde sofort verhökern. Insofern ist der Handwerker da gut eingesetzt gewesen. Campus, Forschungsstipendien. Ich nehme euch da jetzt immer nur kurzfristig mit. In Trier wiederholt. In Nürnberg ist die Industriegebiet-Logistik ausgelaufen. Theaterplatz macht keinen Sinn, die Annehmlichkeiten sind sensationell. Und insofern geht es hier auch Richtung Campus-Forschungsstipendien in drei Runden. Kohlekraftwerk ist abgeschlossen in Machhausen. Könnten eine Militärakademie errichten, haben hier ansonsten keinen großen Platz, um noch irgendwas zu unternehmen. Selbst die Mine auf dem Uran steht sicher. Militärakademie oder aber die Campus-Forschungsstipendien. Ich gehe auf die Stipendien und gehe in die nächste Runde. Oh, wir werden denunziert von Gandhi. Er hat einfach auch gar nichts gesagt. Ihr habt eine andere Regierungsform als dieses Oberhaupt. Ja, das ist richtig. Haben also zwei klare Feinde, Australien und Indien. Mit den Inka beruhigt sich's ein wenig und alle anderen sind unsere Alliierten. Nachdem wir ganz am Anfang dachten, dass wir gegen Phönizien kämpfen, ist dadurch absolute Ruhe an dieser Grenze eingekehrt. Deren Reich ist spannend. Hat sich schön um uns herumgeschlängelt. Granada hat es hier tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes überlebt. Hätte ich gerne gehabt. Aber das wäre ein sehr hoher Einsatz gewesen. Hier unten wartet nur unsere U-Boot-Armada, aber selbst die kann nicht mehr groß was tun. Und dann bekommen wir es hier mit einem Schneesturm zu tun. Ungefähr in der Region, glaube ich. Und wir gucken mal, was mit ihm passiert. Der Schneesturm zieht in Richtung Nordwesten. Das heißt, er zieht nach oben. Wir hauen hier also mal ganz genüsslich ab. Und haben Wohnraumprobleme. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ich dachte, wir sind überall gut aufgestellt. Sind wir aber nicht. In Augsburg brauchen wir Wohnraum. Und da ist die Kanalisation gerade recht für 800 Gold. Absolut in Ordnung. Sehen wir wieder gut aus. Und in Magdeburg, das
gleiche Problem. Da hilft uns womöglich der Kornspeicher. Aber der Bezirk ist beschädigt. Das ist ja Wahnsinn. Und zwar nachhaltig beschädigt. Und insofern wird die Stadt nicht mehr groß wachsen können. Riesenstadt gewesen von mir, muss ich sagen. Riesenstadt wie. Oh, der große Wissenschaftler wurde rekrutiert, oder? Wow! Meine Damen und Herren, die Inka haben sich Abdus Salam geholt. Und wir haben die Möglichkeit, 3000 Produktion für Weltraumrennprojekte über Carl Sagan zu bekommen. Wie geil ist das denn? Aachen? Ja, Wahnsinn. Fast. Na, die Frage ist, was passiert danach? Wenn der Exoplanet-Expeditionsstart erfolgt ist, brauchen wir, glaube ich, keine Projekte mehr. Ist Carl Sagan überhaupt noch für uns maßgeblich? Boah, das ist wirklich knifflig. Ich weiß es tatsächlich nicht. Könnte jetzt hier auch passen, aber hole mir jetzt einfach. Und starte ihn auch sofort. Und insofern geht der Exoplanet-Expeditionsstart jetzt los. Das ist der einzige Vorteil, den ich hier sehe. Wir starten auf unserer letzten Mission Richtung Exoplanet. Und das ist jetzt mal ein Start nach Mars. Der kam wirklich schnell. 4 Zeitalterpunkte. Auf zum fernen, fernen Planeten. Aachen jetzt hier mit der Industriegebiet-Logistik als Rest. Und Carl Sagan insofern ein bisschen überstrapaziert, aber es war auch der letzte Wissenschaftler, wie ihr hier seht. Insofern alles gut, dass wir den geholt haben. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung ist allerdings nicht, dass wir jetzt die ganzen Campus Bezirks beziehungsweise, ihr seht es gleich, die Campus-Forschungsstipendien laufen haben. Denn große Wissenschaftlerpunkte brauchen wir nicht mehr. Und das bedeutet für uns, dass wir das hier alles rausnehmen. Überall da, wo es drin ist. Und umswitchen. Die Frage ist, wohin? Die Hilfeleistung wäre gut. Große Mengen Gold sind immer noch natürlich von Interesse. Große Händlerpunkte nehmen wir gerne mit. Ja, und ich switche hier mal um und melde mich danach wieder. In Heidelberg errichten wir Tore de Belém, einfach weil wir es können. Und wir so viele Projekte am Laufen haben, dass wir uns da eh nicht mehr Gedanken drum machen müssten. Wir können hier wohl noch eine Annehmlichkeit an diesem Berg uns ergattern. Und müssen auch warten, bis hier oben die Felder wieder modernisiert werden können. Denn das ist hier verbrannte Erde. Gehen da hier runter. 5 Zeitalterpunkte in der Runde gemacht. Regenwald ist nachgewachsen. Genf ist eine freie Stadt. Und Dortmund hat einen Handwerker durchproduziert. Und ich bin mir überlegen, ob wir auf die Handwerker gehen. Chichen Itza hilft uns nicht viel. Die Anziehungskraft über den Eiffelturm hilft uns nicht wirklich weiter. Wir bauen keine Schutzgebiete mehr. Das wäre wirklich vergeudete Produktion. Und insofern gehen wir auf ein paar Handwerker und in die nächste Runde. Wir haben 1100 Wissenschaft jetzt gerade durch die ganzen Projekte, die hier abgeschlossen wurden in der letzten Runde. Campus-Forschungsstipendien. Der Wert wird sich signifikant verringern, normalerweise jetzt hier über den Rundenwechsel. Immer gucken, wofür die Projekte also gut sind. Ihr seht das jetzt gleich. Oh, eine gemäßigte Flut hier, die uns, wow, mit dem Schneesturm Gott sei Dank nicht allzu heftig trifft, wie es aussieht. Kann denn kein Bitten Sie dazu bringen, wohlwollend auf Ihre Kreatur zu blicken? Jetzt nur noch 904 Wissenschaft, ich habe es eben angedeutet. Boah, in Frankfurt wirklich übel getroffen. Die Werkstatt muss schon wieder repariert werden. Wir schieben das jetzt hier vor. Richtige Probleme in Frankfurt. Da geht echt gerade einiges ab. Wohnraum in Heidelberg benötigt. Könnten uns eine Rockband kaufen, das nur am Rande. Und werden hier ein Wohnviertel errichten, wohl oder übel. Torre de Belém. Muss ich hinten anschließen, ist nicht allzu wichtig. Pingala ist wieder da, das ist geil. Wird natürlich sofort zugewiesen zu Aachen. Boah, und hier wird echt alles durch den Waldbrand niedergemacht. Die Felder werden danach aber ziemlich großartig werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Der Schneesturm zieht weiter in Richtung Westen, das ist okay. Hilfsanforderung läuft wie gesagt super. Ulm ist hier unsere Stadt, die alles diesbezüglich regelt. Börse abgeschlossen in Hamburg.
riesen Wohnraummöglichkeiten. Wahnsinn. Und haben noch potenziell die Möglichkeit, einen Theaterplatz zu errichten. Allerdings müssten wir dafür... Oh, und das können wir gerne mal machen. Einen Archäologen kaufen. Und der kann sich nur noch wirklich auf dem Weg hier hoch machen. Während wir also versuchen, in der Zwischenzeit ebenfalls Handelszentrum Investitionen zu tätigen. Große, große Goldreserven jetzt hier für uns dadurch, die frei werden. Kornspeicher abgeschlossen in Machhausen. Hier bin ich ein bisschen am Überbrücken, weiß echt nicht, was ich machen soll. Militärakademie nehmen wir dankend hier mit. Sind auf dem Weg zur Kybernetik. Und dann sehe ich was, was echt wichtig ist. In der nächsten Runde ist tatsächlich Weltkongress und wir haben 17 Diplomatie-Siegpunkte momentan. In 6 Runden 2 weitere, wären wir bei 19. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich spoiler gerne mal voraus. Wir werden wahrscheinlich 2 Diplomatie-Siegpunkte abgeben müssen, denn alle werden gegen diesen Sieg stimmen. Und mit alle meine ich alle. Wir geben alles, was wir haben, in diese Richtung und versuchen, anderweitig Punkte zu holen. Die Weltspiele, da machen wir natürlich mit. Einfache Wahl für uns. Wir könnten versuchen, die Handelswege abzugreifen. Hier den Punkt gewinnen wir eh nicht, bezüglich des Diplomatiesieges. Und gehen auf 5 Kampfstärke für die leichte Kavallerie, weil wir nicht wissen, was wir brauchen. Und hoffen auf irgendeine magische Art und Weise, dass 15 Stimmen für 2 Diplomatie-Punkte genügen. Aber ich glaube nicht dran. Belehrt mich eines Besseren. Und da seht ihr es, wir verlieren 2 Diplomatie-Punkte. Hier ist es. Nahkampf plus 5 gibt auch keinen Punkt. Wir bekommen aber einen Diplomatie-Punkt für die Wahl der Handelswege. Wir bekommen nämlich 4 Gold. Wenn Handelswege an mich geschickt werden, beziehungsweise wir bekommen plus eine Handelswegkapazität. Und wir machen bei den Weltspielen mit. Sind das 2 Punkte, die wir hier verlieren? Oh, das ist spannend. Und wir bekommen potenziell für die Weltspiele einen Diplomatie-Siegpunkt. Wir rechnen das durch. Minus einen insgesamt. Das bedeutet, wir sind bei 16. Wir bekommen 2 hinzu. Und noch einen für die Weltspiele, dann sind wir bei 19. Oh, haben die das gut gemacht. Und hätte ich die richtige Wahl getroffen bezüglich der Militärberater, dann wäre ein potenzieller Diplomatie-Sieg jetzt so gut wie safe. Wir haben Jeans zu verhökern. Ich sag, glaube ich, immer verhökern. Jeans zu handeln. So ist der richtige Begriff. Wir können einen weiteren Handelsweg erstellen. Und kaufen uns tatsächlich den Händler in der Stadt, die es am ehesten nötig hat. Wir nehmen einfach mal wieder Ulm. Wow, hier sind echt viele Einheiten in Kabul. Ich bin überlegen, ob ich da angreife. Wer hat denn was mit Kabul? Dido, aber gar nicht mal so dringend. Und wisst ihr was? Nächste Runde und wir sind dabei. Just for fun. Handelszentrum Investition abgeschlossen. Gerade hinterher wirklich viel Gold, was wir jetzt machen. Das ist für uns wahnsinnig gut. Und wir gehen aufs Athletentraining jetzt hier in Augsburg. Da ist sonst nichts zu tun. Und das Athletentraining wird uns helfen. Handwerker hier macht einen Skiort. Klar in der Nähe von Berlin, wer kennt es nicht. Lacher See, Berlin, Skiort. Das ist quasi die Eifel, das ist Berlin und das sind die Berge hier unten. Also ist das hier Deutschland. There is no shame in detail. Die Zerstörung des Regenwalds, um Gewinne zu machen, ist wie das Verbrennen eines Renaissance-Gemäldes, um ein Essen zu kochen. Und sehr schön, der Naturschutz ist da und das ist interessant. Die Zuflucht nicht so wirklich, der Naturforscher auch nicht. Nationalparks brauchen wir keine. Was wichtig ist, wir bekommen 3 Gesandte. Nationalparks sind möglich, Handwerker können Wälder pflanzen.
auch nicht wirklich wichtig. Das ist eher so in Richtung Kultursieg. Aber die ressourcenverwaltende Politikkarte. Alle modernisierten Aluminium- und Ölressourcen liefern pro Runde eine zusätzliche Ressource als Ertrag. Woher bekommen wir unser Aluminium? Wir bekommen es hier aus dieser Mine in der Nähe von Ulm. Und unter dem Campus Bremens lauert etwas tatsächlich auf uns. Insofern ist tatsächlich die Frage, ob wir die Karte hier ändern. Wir nehmen die 30% Produktionsplus für Lager- und Hafenbezirke raus und die neue Ressourcenverwaltungskarte rein. Und damit bin ich sehr glücklich. Wir bekommen dann mehr Alu und wir brauchen bald Alu. Händler? Campusbezirke bieten plus 10 Tourismus. Warum nicht? Boah, der nächste Händler wäre spannend. Zwei Parfüme, ein exklusiv hergestelltes Luxusgut, Estée Lauder. Schade. Die Generale sind durch. Boah, 269 Punkte. Das könnte sein, dass wir die auch noch abgreifen. Weil wir so viele Projekte am Laufen haben. Mit Handelszentrum, Investitionen. Wir machen 1400 Gold pro Runde momentan. Zeitalterpunkt für die Persönlichkeit bekommen. Feuer erloschen. Handwerker jetzt hier bald tätig. Kabul hat Pachakutek den Krieg erklärt. Und Dortmund bekommt noch einen weiteren Handwerker. So, die Hilfeleistung ist jetzt... wobei. Hilfeleistung, Athletentraining in der Reihenfolge bitte in Ulm. Athletentraining ist hier schon durch. Wir gucken uns das mal an. Hat uns schon mal ein bisschen geholfen. 50 Punkte hinzu. Drei Gesandte. Wir haben jetzt insgesamt 4. Frage ist, ob wir in Kaguana souverän werden wollen. Plus eine Kultur für jede angrenzende Bonusressource und Unterhaltungskomplex. Das sind die Batei-Modernisierungen, die werden wir nicht bauen werden. Nicht so wirklich spannend also. Dann doch eher Druck auf Nalanda. Ne, wir nehmen Hattusha und holen uns 60 Wissenschaft mehr allein dadurch. So, und dann hätte ich da noch ein bisschen Lust auf Krieg. Und das geht schnell. Wow, das geht schnell. Gehen hier schnell vor mit diesem Landsknecht, der in die Stadt einmarschieren wird. Campusbezirke plus 10. Nehmen wir gerne entgegen. Dieser große Händler ist also verbraucht. In Ulm gehen wir auf immer auf Nahrung. Und dann damit nach Dortmund. Und dann noch eine Runde weiter. Graben eine Steintafel der Barbaren aus. Zeitalterpunkt dafür. Und wir werden wieder denunziert. Wir haben den Groll anderer auf uns gezogen. Das mag vielleicht mit Kabul zusammenhängen. Man weiß es nicht. Wir werden jetzt natürlich attackiert werden. Das macht mir allerdings relativ wenig Sorgen. Es sind ein paar Armbrustschützen. Wenn es im Jenseits Arbeit gibt, musst du sie. Die Kybernetik ist da. Gegenspionage wird weiter verfolgt. Beförderung verfügbar. Kabul ist schon so weit verletzt, dass wir hier vorwärts gehen können. Und weiterhin Feuer. Das ist Wahnsinn. Und wo ist der zweite Handwerker? Ist er gerade ad acta gegangen? Habe ich den da drauf geparkt gehabt? Boah, ich weiß es tatsächlich nicht. Wir gehen mit diesem Handwerk auf jeden Fall mal in die Stadt Dortmund zurück. Und beenden diese Folge tatsächlich mit dem Bild hier um Kabul. Von uns attackiert. Bekommen wir Kabul, sind wir potenziell in der Lage, hier die Städte über Loyalitätsdruck zu erhalten von Dido. Wir kesseln sie ein bisschen ein. Weiß nicht, ob das wirklich noch Late Game klappt, aber wir sehen sie in einer der nächsten Folgen. Lasst mir gerne auf YouTube ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Civilization 6. Macht's gut, euer Let's Blinter. Ciao, ciao.